Ja, hallo liebe Abonnenten, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es um die MKM Series, also von Magic Card Markt. Veranstaltet da sehr, sehr große Turniere. Und ja, die würde ich euch doch jetzt gerne mal vorstellen, während hier nebenbei oben die ganzen Slider durchlaufen. Seht ihr auch schon, wo die MKM Series stattfindet. Sehen wir hier unten auch nochmal in dem kleinen Bild. Und zwar schon bald in Mailand, dann im Mai in Frankfurt, im Juli in Madrid, im September in London und im November in Prag. Und zwar wird auf diesem Turnier, das MKM veranstaltet wird, Legacy, Modern, Standard und Vintage gespielt. Es gibt auch noch einige Side-Events und insgesamt werden Preise im Wert von 60.000 Euro in MKM-Coupons ausgeschüttet. Also richtig, richtig viel. Wenn, ich denke ja, für euch eher wahrscheinlich interessant, vielleicht Frankfurt, für die Österreicher, die Bayern, Sachsen, vielleicht eher noch ein bisschen Prag, das ein bisschen näher ist. Oder wenn ihr gerne Spaß am Reisen habt und gerne auch mal die Städte besichtigen wollt, das sind ja jetzt nicht die kleinen Städte, sondern wirklich Städte mit sehr, sehr vielen Sehenswürdigkeiten, dann kann man ja auch mal in so eine Stadt besichtigen, ein bisschen Tourist sein und dann mal nebenbei auch noch ein bisschen Magic spielen. Ich bin hier auf der Seite series.magickartenmarket.eu. Hier findet ihr alle möglichen Informationen zu diesem Turnier. Ich scroll hier gerade ein bisschen runter. Hier seht ihr dann die nächsten Turniere. Ihr könnt dann jeweils beispielsweise klicken wir jetzt hier mal auf Mailand, auf das Turnier. Da sehen wir, bis wann das Turnier dann stattfindet, wie viele Tage noch bis dahin, könnt ihr euch darauf freuen. Dann findet ihr hier viele, viele nützliche Informationen dazu. So, und zwar, dann findet ihr, an welchem Tag findet welches Turnier statt. Beispielsweise freitags ab 12 Uhr kann man sich für das Main Event Vintage registrieren. Um 13 Uhr startet das Turnier und die Kosten dafür betragen sich auf 30 Euro. Ja, Preise, see here. Können wir gleich drauf gehen und hier findet ihr dann alles, was ihr gewinnen könnt, beziehungsweise wann das Turnier stattfindet. Dann sehen wir hier noch die Side-Events, es gibt einen Draft, es gibt einen Modern Masters Draft, es gibt einen Trial, ein Rejected Rare Draft und Constructed. Ja, also sehr nett. Das heißt, wenn ihr auch nur ein bisschen draften wolltet und eh in Frankfurt seid, da lernt man bestimmt sehr, sehr viele neue Leute kennen. Ja, hier dann noch eine Karte. Dann eine Beschreibung, wie ihr am besten hinkommen könnt. Und hier unten finden wir dann noch die ganzen Preise. Also der erste Platz im Vintage kriegt 1000 Euro, im Standard auch 1000 Euro, Legacy und Modern jeweils 1200 Euro. Also hier wird richtig was geboten. Dann gibt es auch noch einige Händler, wir sind da immer vor Ort, die ihr dann besuchen könnt. So, dann können wir mal noch nach oben. Noch was Kleines vielleicht zu der Seite, bevor ich euch jetzt mit Informationen überschwemme. Und zwar gibt es hier auch noch, es gibt Events, die anstehen. London, Madrid, Frankfurt, Mailand. Prag steht jetzt noch nicht ganz so viel fest, weil es erst im November ist. Von daher wurde es bisher noch nicht mit aufgenommen. Coverages, also vergangene Rom, Toulouse, Prag und Madrid, wo ihr dann auch draufklicken könnt. Wo es auch einige Bilder dazu gibt, wo ihr mal seht, hey, was ist da überhaupt eigentlich los? Wie viele Leute sind dort? Also für jeden was hier dabei, wo ihr mal ein bisschen was dabei schauen könnt. Dann gehen wir mal aufs Leaderboard. Da seht ihr ja, wer hat jetzt wie abgeschnitten, wie gut sind die Spieler, für das jeweilige Format, der Name und die Punkte, die er bisher abgestaubt hat. Dann seht ihr noch die Punkteverteilung, was ihr bekommt und ja, wenn ihr dann dabei seid, dann wird auch euer Name da dabei stehen. Also schaut einfach mal vorbei, ich hoffe mal, dass ich da auch vorbeischauen kann im Mai. In Frankfurt, vielleicht trifft man sich dann dort. Ich werde es auf jeden Fall ankündigen, wenn ich dort sein werde. Und ja, dann würde ich doch sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank hier an Magic Kartenmarkt und bis zu meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao.